Humboldt was the most famous scientist in Europe. How and he became so famous is very interesting because you, it's you have to bear in mind that he also lost that fame. So he was someone who was in. Alexander von Humboldt o Alexander von Humboldt. <laughs> Alemán, él es en 1769 como Napoleón. O, o... Hola, amigos de ODE para América Latina y bienvenidos a este programa especial sobre Alexander von Humboldt. Podría sonar algo aburrido, pero tienen que saber que Humboldt sería algo como el primer mochilero que viajó a América Latina. <laughs> 250 Jahre Alexander von Humboldt. Alexander von Humboldt. Politischer Essay über die Insel Kuba. Havanna. Sie hören ausgewählte Passagen des Essay Politique sur l'île de Cuba, Band 1, Seiten 1 bis 14. Librerie de Gitfis, Rue saint marc Nummer 20, Paris 1826. Lesung und modernisierte Übersetzung aus der französischen Erstausgabe, Mark Pusch 2020. Die politische Bedeutung der Insel Kuba resultiert unter anderem aus ihrer beträchtlichen Fläche die etwa anderthalbmal größer ist als die der benachbarten Insel Hispaniola, aus der guten Fruchtbarkeit ihrer Böden, den militärischen Anlagen ihrer Häfen und ihrer Bevölkerung, die zu drei Fünfteln aus freien Menschen besteht. Sie findet sich durch den Vorteil einer besonders günstigen geografischen Lage noch gesteigert das Antillenmeer, das unter dem Namen Golf von Mexiko bekannt ist, bildet mit einem Becken von mehr als 250 Meilen im Durchmesser ein Mittelmeer mit zwei Zugängen, dessen nördliche Küsten von der Spitze Floridas bis zum Kap Catuche in Yucatan heute ausschließlich den Konföderationen der Staaten Mexikos und Nordamerikas zugehören. Die Insel Kuba oder besser ihre Küste zwischen dem Kap San Antonio und der Stadt Matanzas bildet die südöstliche Begrenzung des Golfes von Mexiko und lässt dem Meeresstrom, der unter dem Namen Gulf Stream bekannt ist, keine anderen Öffnungen als die Meerenge zwischen dem Kap San Antonio und dem Kap Catoche im Süden und dem Kanal der Bahamas zwischen Bahia und dem unteren Ende Floridas im Norden. Nahe seines nördlichen Zugangs, dort wo sich sozusagen mehrere große Handelsrouten und die Wege der ihm benachbarten Völker kreuzen, liegt der schöne Hafen von Havanna, der sowohl durch die Natur als auch durch mannigfache Werke der Kunstfertigkeit befestigt ist. Die Flotten, die aus diesem Hafen auslaufen und die zum Teil aus Zedern und Mahagoniholz der Insel Kuba gebaut werden, sind für den kriegerischen Einsatz am Eingang des mexikanischen Mittelmeeres ausgerüstet und dazu befähigt, die gegnerische Küste zu bedrohen. Die Insel Kuba ist nicht nur die größte Insel der Antillen, ihre Ausdehnung entspricht in etwa der von England ohne Wales, durch ihre schmale und längliche Form erstreckt sie ihre Küsten so weit, dass sie zugleich die Nachbarin von Haiti und Jamaika, von Florida, der südlichsten Provinz der Vereinigten Staaten, und von Yucatan, der östlichsten Provinz der Konföderation Mexiko, ist. Havanna diente einst dem spanischen Vizekönigreich Neuspanien als Militärhafen. Und hat so bis ins Jahr 1808 jährlich mehr als 1.800.000 Piaster von der mexikanischen Finanzverwaltung erhalten. Selbst in Madrid hatte man sich längst daran gewöhnt, die Insel Kuba und die Inselgruppe der Philippinen als von Mexiko abhängige Gebiete zu betrachten, die, obwohl in sehr ungleichen Abständen östlich und westlich von Veracruz und Acapulco gelegen, mit der mexikanischen Hauptstadt eng verbunden waren, welche nun wiederum selbst durch langjährigen Warenaustausch, gegenseitige Hilfe und traditionelles Zugehörigkeitsgefühl als Kolonie mit Europa verbunden war. Der Anstieg des eigenen Wohlstandes ließ finanzielle Hilfen, die die Insel Kuba aus den Schätzen Mexikos zu schöpfen pflegte, nach und nach obsolet werden. Von allen Besitzungen Spaniens prosperierte sie am stärksten. Seit den Unruhen in Haiti und Santo Domingo konnte der Hafen von Havanna zu einem der ersten Plätze der Handelswelt aufsteigen. Ich habe mich zweimal auf der Insel aufgehalten, einmal drei Monate, und ein weiteres Mal ein, einhalb Monate. Mit Herrn Bonpland habe ich die Umgebung von Havanna, das schöne Tal von Guines und die südliche Küste zwischen Batabano und dem Hafen von Trinidad besucht. Der Anblick, der sich bei der Einfahrt in den Hafen von Havanna bietet, ist einer der heitersten und malerischsten, derer man sich nördlich des Äquators, an den Küsten des äquinoxialen Amerika erfreuen kann. Dieser Ort, von Reisenden aller Nationen gerühmt, verfügt weder über den Reichtum üppiger Vegetation, welcher die Ufer des Guayaquil ziert, noch über die wilde Erhabenheit der felsigen Küsten von Rio de Janeiro, zweier Häfen der südlichen Hemisphäre. Doch die Anmut, die in unseren Klimazonen gewöhnlich die Ansicht der kultivierten Natur verschönt, vermischt sich hier mit majestätischen pflanzlichen Formen und der organischen Kraft, die für heiße Zonen so charakteristisch ist. In Anbetracht einer solchen Vielzahl lieblicher Eindrücke vergisst der Europäer leicht die Gefahr, die im Schoße der stark bevölkerten Städte der Antillen auf ihn lauert. Er versucht, die verschiedenen Elemente einer großartigen Natur zu erfassen, widmet sich der Betrachtung der Festungsanlagen, die die Felsen im Osten des Hafens bekrönen, des inneren Beckens, das von Dörfern und Bauernhöfen eingerahmt wird, der Palmen, die in wundersame Höhen emporsteigen, und schließlich der hinter einem Wald von Masten und Segeln der Schiffe halb versteckten Stadt. Wenn man in den Hafen von Havanna hineinfährt, passiert man die Morro-Festung, Castillo de los Santos Reyes, auf der einen und das Fort von San Salvador de la Punta auf der anderen Seite. Die Öffnung beträgt nur etwa 170 bis 200 Teusen, 330 bis 390 Meter Breite, und behält diese auf etwa drei Fünftel einer Meile. Also 2,7 Kilometer bei. Kommt man aus dem Engpass heraus und hat man im Norden die mächtige Festung San Carlos de la Cabana und das Dorf Casablanca hinter sich gelassen, gelangt man in ein kleeblattförmiges Becken, dessen Hauptachse auf zwei Fünftel Meilen von Süd-Südwest nach Nord-Nordost verläuft. Dieses Becken wird von drei Buchten gebildet der von Regla, der von Guanabacoa und zuletzt der von Atares, welche über Süßwasserquellen verfügt. Die von Mauern eingehegte Stadt Havanna liegt auf einem Felssporn, der im Süden durch das Arsenal und im Norden durch das Vorwerk von La Punta begrenzt wird. Jenseits der Reste einiger gesunkener Schiffe und der Untiefe von Luth, misst das Wasser zwar nicht mehr acht bis zehn, jedoch immerhin noch fünf bis sechs Ellen Tiefe. Die Festungen von Santo Domingo, Atares und San Carlos del Principe verteidigen die Stadt nach Westen. Sie befinden sich auf der Landseite. Das eine 660 Täusen, 1300 Meter, das andere 1240 Täusen, 2300 Meter von der inneren Mauer entfernt. Das Terrain dazwischen wird von den Arabales oder Barrios Extramuros genannten Vorstädten von Orcon, Jesus Maria, Guadalupe und Señor de la Salud bedeckt, deren Wachstum die Fläche des Exerzierplatzes Campo de Marte Jahr für Jahr mehr beengt. Die großen Gebäude Havannas wie die Kathedrale, das Casa del Gobierno, das Haus des Marinekommandanten, das Arsenal, das Correo genannte Postamt und die Tabakfaktorei beeindrucken weniger durch Schönheit als durch die Solidität ihrer Bauweise. Die Straßen sind oft eng und die wenigsten gepflastert. Da die Steine aus Veracruz in Mexiko herbeigeholt werden und ihr Transport extrem teuer ist, hatte man kurz vor meiner Reise die bizarre Idee gefasst, sie durch große, aneinandergefügte Baumstämme zu ersetzen, so wie man es in Deutschland und Russland beim Deichbau in sumpfigen Gebieten tut. Doch gab man dieses Projekt bald wieder auf, und die kürzlich angekommenen Besucher sehen mit Erstaunen auf die prächtigsten im Morast der Stadt Havanna versunkenen Stämme der auch Mahagoni genannten Kaoba. Zur Zeit meines Aufenthaltes boten wenige Städte des spanischen Amerika aufgrund des Fehlens guter Verwaltung einen abscheulicheren Anblick. Man wartete bis zu den Knöcheln im Schlamm, die Vielzahl der typischen Pferdegespanne in Havanna, die Volantis genannten Kaleschen, mit Zuckerkisten beladene Karren und Träger, die den Passanten überall ihre Ellenbogen in die Seite stemmten, ließen den Fußgänger seine Lage als demütigend und ärgerlich empfinden. Der Geruch des Tassacho genannten schlecht getrockneten Fleisches verpestete oft Häuser und verwinkelte Gassen. Man versichert mir, die Verwaltung habe diesen Missständen Einhalt geboten und in letzter Zeit sehr einschneidende Verbesserungen in Bezug auf die Sauberkeit der Straßen ins Werk gesetzt. Die Häuser seien besser belüftet, und die Calle de los Mercaderes böte einen schönen Anblick. Doch wie in unseren ältesten europäischen Städten lässt sich auch hier ein schlecht angelegter Straßenverlauf, nur langsam korrigieren. Zwei schöne Promenaden gibt es. Die eine, die Alameda, zwischen dem Hospital von Paula und dem Theater, dessen Inneres 1803 von Herrn Peruani, einem italienischen Künstler mit sehr viel Geschmack dekoriert wurde. Die andere vom Castillo de la Punta zur Puerta de la Muralla. Die letztgenannte, die auch Paseo Extramuros genannt wird, ist von köstlicher Frische. Nach Sonnenuntergang wird sie von Kutschen stark frequentiert. Ihr Bau war vom Marquess de la Torre begonnen worden, der als erster von allen Gouverneuren der Insel die glückliche Initiative zur Verbesserung der Polizei und der Gemeindeverwaltung ergriffen hat. Don Luis de las Casas, dessen Name den Einwohnern von Havanna ebenfalls in guter Erinnerung geblieben ist, und der Graf von Santa Clara haben ebenfalls zum Gedeihen dieser zarten Pflänzchen beigetragen. In der Nähe des Campo de Marte befindet sich der Botanische Garten, der würdig ist, die Aufmerksamkeit der Regierung auf sich zu ziehen und ein anderes Objekt, dessen Anblick zugleich betrübt und auffühlt die Baracken, vor denen die unglücklichen Sklaven zum Verkauf ausgestellt sind. Auf dieser Promenade Extramuros hat man, nach meiner Rückkehr nach Europa, ein Marmorstandbild König Karl des Dritten aufgestellt. Dieser Ort war zunächst für ein Monument zu Ehren Christoph Kolumbus bestimmt, dessen Aschemann nach der Abtretung des spanischen Teils der Insel Hispaniola aus Santo Domingo auf die Insel Kuba gebracht hatte. Eine der majestätischsten Vertreter der Familien der Palmen, die Palma Real, verleiht der Landschaft in der Umgebung von Havanna ihren besonderen Charakter. Sie ist die Oridoxa regia unserer Beschreibung der amerikanischen Palmen. Ihr schlanker, aber zur Mitte hin etwas verdickter Stamm erhebt sich auf 60 bis 80 Fuß Höhe, 20 bis 24 Meter. Ihre Krone, die durch die Verdichtung und Verbreiterung der Blattstiele gebildet wird, leuchtet in zarten Grün und bildet einen hübschen Kontrast zum weißen und rissigen Stamm. Alexander von Humboldt, Politischer Essay über die Insel Kuba, Havanna. Sie hörten ausgewählte Passagen des Essay Politique sur l'île de Cuba, Band 1, Seiten 1 bis 14. Librairie de Gitfis, Rue Saint-Marc-Fédo, Nummer 20, Paris, 1826. Lesung und modernisierte Übersetzung aus der französischen Erstausgabe Mark Pusch 2020 250 Jahre Alexander von Humboldt